Wunderschönen guten Tag, der Toffer ist am Start und wir spielen Scribblenauts Unlimited. Es geht weiter in der bunten Wunderzauberwelt. Gut, hier waren wir fertig. Dann gehen wir doch direkt mal in die nächste Welt. Das ist die erste Eiswelt. Oder nein, ist das noch unter Wasser? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Königreich von Parenthesien. Ja. Wie er meint. Ich hatte die Vermutung, wir müssen irgendwas unter Wasser machen. Das ist ja nicht so genau. Die Bundeslade muss sie irgendwo sein. Bringen Sie mir. Was ist denn die Bundeslade? Dann näher ran hier. Hebt den Fluch auch, indem die Steine zu ihrer Säule zurückbringst. Okay. Das sieht ja schon mal ganz lustig aus. Ich kann nicht schwimmen. Hilf mir an die Oberfläche. Du kommst dann mal an. Luftballon. Bitteschön, Kind. Nicht du. Dann halt nochmal ein Luftballon. Für dich. Hier gibt's nichts, hier gibt's nichts. Was ist das hier? Ah, okay. Geben. Bitteschön. Sehr gut. Adjektiv hinzufügen. Kommen wir auch durch. Damit haben wir ihn anscheinend schon befreit. Sehr gut. Was ist mit dem Ding hier? Müssen wir den Stein zu der Säule bringen? Ja. Ah, okay. So geht das. Was wir hier mitmachen müssen, das ist dampfender, kaputter, wasserdichter Fluchtbehälter. Mein U-Boot ist zu groß, um weiter zu forschen. Ja, dann machen wir es doch einfach mal winziger. Da liegt doch super. Eine Tiki-Maske. Eine Ananas. Probieren wir mal hier an Cthulhu vorbeizukommen, um uns den Diamanten zu nehmen. So, Cthulhu wieder vorbei. Dann gehen wir hier hoch. Platzieren den Stein hier. So, wo ist der dritte? Der ist dahinter. Müssen dieses Viech also besiegen. Der ist jetzt lieb. Der will uns nichts mehr. Ich nehme trotzdem mal ein Lasergewehr. Ah, wir können ja durch. Sehr gut. Aufsammeln. Und dann lassen wir dich mal fallen.
baue die Stadt wieder auf. Ja, ich habe die Stadt wieder aufgebaut. Mein altes Zuhause ist zu klein. Gib mir etwas Größeres zum Wohnen. Eine riesige Muschel. Da kannst du schön drin leben, mein Kleiner. Da kannst du schön drin leben. Oh ja. Gib mir ein Dingsbums von der Welt über dem Meer. Da denke ich ja immer gerne an die Dingelhopper. Also nehmen wir mal eine Gabel. Essbesteck. Hier, ein Dingelhopper. So, wie viel müssen wir hier noch? Wir haben noch 3 und 2. Dampf- und Kaputtmechaniker. Dampfender, wasserdichter. Da können wir nichts mit machen, gerade auf jeden Fall. Dann schauen wir doch mal hier unten. Mit dem können wir machen. Gib mir etwas, um Poseidon davon überzeugen, dass ein gutes Leben geführt habe. Dann bekommst du mal einen Pokal. Vielleicht kannst du ihn damit überzeugen. Oh ja, ich habe gut Leben geführt. Das will super sein. Dann gib mir etwas zum Reinigen des Meeres. Natürlich ein Staubsauger, damit ich das Meer wird sofort sauber. Wasserfilter? Vielleicht richtig schreiben? Nein. Dann nur Filter. Ein Netz. Ein Fangnetz. Sehr gut, sehr gut. Wir haben noch einen offen. Und das ist tatsächlich Cthulhu. Cthulhu hat verschlafen. Weck ihn auf. Wecker! So, Cthulhu, bitteschön. Warum ist das Spiel hängen geblieben? Ah, es geht wieder. Weiter. Wir haben ja soweit dies geschafft. Dann gehen wir jetzt hier hoch und werden mal zum Kotenkopf voranschreiten. Finde heraus, was der Ozean ausgetrocknet hat. Achso, was den Ozean ausgetrocknet hat. Okay. Wahrscheinlich müssen wir den Stöpsel einfach ziehen. Diese Stadt wurde von der Liga verrückter Wissenschaftler trockengelegt. Lenkt den Wissenschaftler mit dem Fabelwesen ab. Ein Fabelwesen ist natürlich der Yeti. Ein Fabelwesen, ein sprechender Fuchs. Das ist zwar kein Fabelwesen, aber trotzdem. Bla, 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 bla. Nein. Nessie geht auch nicht. Deshalb könnte ich mal kurz probieren, das für euch noch etwas lauter zu machen. Ja, ein Fabelwesen. Etwas Übernatürliches. Oh, ja.
Die Atomwissenschaftlerin will kein Uran mehr untersuchen. Zeig ihr ein neues Element zum Erforschen. Eisen. Kannst Eisen untersuchen. Da hat die ja viel Spaß dran. Der Roboter-Ingenieur findet kein sauberes Einstreu für seinen Roboter-Hamster. Oh. Da bekommst du etwas Heu. Aha. Nano. Der Starlight kann genommen werden. Das scheint fast schon zu einfach zu sein. Aufsammeln. Oh nein! Das ist ein falscher Starride. Und das Tor ist verriegelt. Dieses Tor öffnet sich nur für verrückte Wissenschaftler, verkleidet Maxwell mit zwei Objekten, um die Kamera zu täuschen. Dann brauche ich einmal einen Kittel. Ich brauche erst einmal eine Brille. Und dann brauche ich definitiv einen Anzug. Nee, aber dann brauche ich ein Labor. Passt hier nicht hin. Was haben wir verrückte Wissenschaftler noch so? Taschenrechner. Arbeitskittel. Ich will so einen Kittel haben, weißt du? So einen Arztanzug. Gibt's ja mit Arzt. Kinderarzt, Apothekerin. Arztkostüm. Wissenschaftlerkostüm. Wird ein Wissenschaftler. Nein, das sind für verrückte Wissenschaftler. Für verrückte? Ärzte tragen Spezialmäntel im Labor. Labormantel. So, okay. Ein verrückter Wissenschaftler hat auch eine bestimmte Einstellung. Wende ein Adjektiv auf Maxwell an, damit er entsprechend denkt. Verrückt. Die Verkleidung hat das Tor belistet. Jetzt muss er das Flussrohr zerstören. TNT brauche ich. Da, nicht TBT, TNT.
auf seinem Entfernen und interagieren. Der verrückte Wissenschaftler war auf eine Selbstzerstörung programmierte Roboter. Dämmt die Explosion ein. Der ist jetzt kaputt. Interagieren? Sehr eingedämmt. Oh ja! Die richtige Starheit! Oh, oh! Interagieren und... Damit haben wir das Level vollständig. Fast! Denn wir müssen einen anderen Starheit holen. Das machen wir aber wieder in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen guten Tag. Bis dahin, alles Gute, euer Topher, tschüss.